Ja, jetzt werde ich der Kollegin Latexmilch auf die Haut aufbringen und ein bisschen Zellstoff. Und das Ganze müssen wir dann erstmal kurz antrocknen lassen. Wichtig ist, dass man diese Kosmetiktücher ein bisschen zerreißt, dass die zerfetzt aussehen, weil sonst sieht man später auf der Haut diese Kanten, diese klar abgegrenzten. Und dann wirkt das nicht mehr ganz so realistisch. Ich nehme Wattestäbchen, weil wenn man das mit Pinseln aufträgt, dann kann man die hinterher wegwerfen. Das wird fest und das geht nicht mehr aus diesen Pinselhaaren raus. Also ich werde jetzt die Wunde eröffnen. Chirurgisch. Nee, mit den Fingern oder mit irgendeinem kleinen spitzen Gegenstand, ohne möglichst die Haut natürlich zu verletzen, reiße ich dieses Taschentuch auf, dieses Kleenex, und gucke, dass ich dann die aufgeplatzte Wundränder hinkriege. Ich passe jetzt den Hautton an, indem ich halt einfach Make-up über diese Wunde gebe und auch über das gesamte Gesicht noch mit, damit das wirklich alles stimmig in einem Farbton ist. Eben der nächste Schritt, jetzt muss man der Wunde ein bisschen Tiefe geben, indem man einfach die tiefsten Stellen dunkel macht. Ich habe da jetzt so eine dunkle Fettschminke, aber man kann auch Gel-Eyeliner oder ähnliches benutzen. Als nächstes kämen jetzt die Wundränder, die mache ich mit einer dunklen Fettschminke in Rot. Man kann aber auch einen Lippenstift benutzen. Jetzt kommt das, was man leider nicht mit handelsüblichen Mitteln nachmachen kann. Das ist der Wundschorf, den mache ich außenrum. Also ich habe noch nichts gefunden, was sich eignet, das nachzubauen. Ich kaufe das immer fertig. Ja, zum Schluss kommt noch ein bisschen flüssiges Kunstblut. Das kann man selber machen. Rezept bekommen Sie. Ein waschechter Untoter braucht natürlich auch Maden, die aus ihm rauskriechen. Da kann man aus dem Spielwarenbedarf, gibt so fertige Leuchtmaden, so kleine, die habe ich, die leuchten im Dunkeln. Man kann die aber auch selber machen, indem man einfach Reiskörner benutzt oder aber aus Fimo so kleine Würstchen rollt auf dem Tisch und die abschneidet in kleine Stücke und dann hat man auch Maden. Ja, normal macht man die Augen jetzt noch ein bisschen dunkel mit ein bisschen Lidschatten.